Hallo meine lieben Leute und willkommen hier zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder hier in War Thunder und diesmal mit dem Su-57B. Ein sowjetischer Panzerzerstörer auf Battle Rating 2.7, Rang 2, der es wirklich nicht drauf hat, muss man echt sagen. Also panzerungstechnisch nichts vorhanden, 30 mm vorne, was gar nichts ist, auch auf 2.7 ist das überhaupt nichts. Da kommt jeder Flakpanzer kommt auch durch, um 10 mm, also Flugzeuge kommen auch locker durch. Die Kanone ist, ja, nicht schlecht, überhaupt auf dem BR echt nicht schlecht, aber sie ist jetzt auch nicht, also der, ja, der Sprengstoff drin ist jetzt auch nicht so wirklich geil, muss man sagen. Also 27,7 Gramm ist jetzt nicht die New Ground. Sie hat zwar genug, aber nicht die New Ground. Die, ja, also die Kanone ist eh ausreichend, aber sonst der gesamte Aufbau ist kacke, muss man ehrlich sagen. Er ist genauso noch komplett untermotorisiert. 100 PS auf 9,5 Tonnen, was vollkommen untermotorisiert ist. Und ja, was gibt es noch? 5 Sekunden Nachladezeit, das heißt, das ist eigentlich sogar nicht mal so langsam, ist eigentlich recht schnell. 4 Crewmember, die aber richtig beschissen angeordnet sind. Also, das Einzige, was gut ist, ist, dass der Gunner nicht hinter dem Fahrer sitzt, sonst wäre man Instant Death eigentlich. Sondern, wenn man jetzt zum Beispiel den Gunner tötet mit einer IP-Round, kann man immer noch wegfahren. Und wenn man den Driver tötet, kann man immer noch schießen, egal. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, sonst ist er eigentlich komplett überschaubar, muss man sagen. Es gibt nichts Besonderes wirklich an ihm, außer dass er komplett untermotorisiert ist. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen sollte, lasst mir vielleicht ein Like, Abo, Kommentar, irgendwas. Da würde mich wirklich, wirklich freuen und meinen Kanal sehr unterstützen. Danke dafür. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Panzer ihr als nächstes sehen wollt. Und wir sehen uns jetzt in der Runde. Alles klar, alles klar. Wir sind hier auf der neuen Map schon wieder. Kein Fan davon, aber. Ah, zu spät. Ich mach mal draus, was ich kann. Boah, ich finde den Panzer echt nicht gut. Das ist halt wirklich ein Traktor auf zwei Ketten. Die Map mag ich auch irgendwie gar nicht. Ich fühle mich da so beobachtet von überall. Ich meine, hier sind welche. War da? Ja, da war gerade was. Ein M22. Ich hätte gedacht, der geht gegen den Boden anscheinend nicht. Gut. Soll mir absolut recht sein. Ja, aber irgendwie tut sich auch gar nichts. Aber wirklich überhaupt nichts. Das Einzige, was ich gerade machen kann, ist nur warten, aber wirklich nur warten. Ist meine Grafik anders? Irgendwie kommt sie so vor. Obwohl ich eigentlich nichts umgestellt habe. Wow. Was war das? Da. Ah, erwisch ich nicht. Jetzt könnte ich ihn erwischen. Hoch. Ich war's neben mir. Okay, das sind Teammates anscheinend. Anscheinend Teammates. Okay. Ich wette, wie gesagt, dass ich gleich jederzeit sterben werde. Ich vertraue dem Ganzen so absolut nicht. Ja. Driver Loader, okay, er muss nochmal nachladen. Jetzt muss er gar nicht mehr nachladen. Gern geschehen. Da fährt ein Chihakai herum. Ja, aber ich glaube, der bleibt irgendwie hinter der Mauer. Er ist aber noch da. Er ist noch hier. Okay, nee, er ist nicht mehr. Er ist gar nicht mehr hier. Da fährt auch nichts mehr rum.
Ich mag die Map halt wirklich nicht, weil sie ist so leer. Sie ist wirklich so... Oh. Kann ich den erwischen? Nö, kann ich nicht. Ich finde, die ist halt wirklich absolut leer, die Map. Es passiert halt gar nichts. Außer, dass man irgendwann gebombt wird. Ich mag das gar nicht, aber überhaupt nicht. B wird immer noch nicht eingenommen, obwohl da schon zwei... Oder nee, ein Teammate ist. Ja, ein Teammate. Ich bin halt ein Jagdpanzer, ist halt das Ding. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich kann nur dumm herumstehen und warten. Vielleicht fahre ich mal dahin, weil die bekommt den irgendwie nicht tot. Der lebt halt immer noch, der Typ da. Fahr mal hin. Da ist halt auch nichts, da auch nicht. Schau ich mal darüber, finde auch nichts. Und er ist tot, glaube ich. Der hier war, ja. Oder? Das ist jetzt ein anderer hier. Schaut mir. Die sind alle hinter Mauern. Alle. Ich kann keinen... einzigen von den... Ich bin es nicht gewohnt, dass ich nichts sehe. Danke. Ich hab kurz in mir gezweifelt, dass er mich gerade killt, aber... ja, dann wäre mir nicht so gut gegangen. Ich hasse den Panzer. Habe ich das schon gesagt? Ich hasse ihn. Nicht? Okay, dann hasse ich ihn. Ich meine, ja, Kills bringt man damit zusammen, aber ich mag die Wanne gar nicht. Ich mag die überhaupt nicht. Die bounced halt auch so hart herum. Da, und das war jetzt, ich bin jetzt irgendwie so mit 10 km/h gefühlt gefahren. Und selbst da bounced es so hart herum. Hat der Crusader Probleme? Nö. Ist auch nichts los. Boah, es ist... Grund ist vielleicht, weil ich, dass ich nicht so hart überdreht laut bin, ist, dass es einfach komplett heiß schon wieder ist. Jetzt ist richtig, die Woche ist halt wirklich richtig heiß wieder bei mir da. Da, also, obwohl... Naja, schon cool, es ist schon cool, dass man ein bisschen, keine Ahnung, Firebird gehen kann oder so, aber... Ja, aber für sowas ist es halt nicht geil, bin ich ehrlich. Oh. Ist da was? Ja. Commander Breach, bla bla bla. Irgendwas. Und mein Kill. Ammunition. Bin immer noch so hart überrascht, dass ich gerade so viele Kills mit dem Ding zusammenbringe. Der ist mir entfleucht. Der hat's eilig. Der hat's echt eilig. Der Stuart. Hey. Bleib stehen. Stehen bleiben. Driver, sehr gut. Ja, Mann. Einer. Dahinter ist der zweite. Wie habe ich ihn nicht erwischt? Hä? Wo steht der? Habe ich den M10 getroffen oder warum? Warum no hit? Oh. Ja. Okay, da ist der Brunnen. Okay. Er ist hinter dem Brunnen. Und greift gerade den CM da an, glaube ich. Und der CM kommt von der Seite leider. Somit keine Tricks hier. Danke, dass du mir halt... Danke, dass du mir die Sicht so hart verstellst. Wirklich danke. Er ist tot, oder? Irgendwas hat gleich geschossen, aber es war nicht der M3. Ah, meine Nase juckt und wir haben gewonnen. Und wir haben gewonnen.
Aber meine Nase juckt immer noch so hart, Mann. Aber ja, ich würde sagen, das war der SU76B. Genau, ich habe auch nichts freigeschalten gehabt für ihn, muss ich aber auch sagen. Hey, wie viel PS würde ich dazu bekommen? 6 PS, nichts. Gar nichts. Und würde ich sagen, die bessere Granate vielleicht noch. Adjustment of Fire ist auch nicht schlecht. Das ist so immer mein Hauptline-Up. Die drei Sachen, wenn es eine Granate gibt, eine gute, die halt auch noch dazu. Und dann würde ich sagen, Tracks vielleicht noch, weil ich die sofort bekomme. Und dann Elevation Mechanism. Ja, das war der habe ich 67 gesagt? Nee, oder? Na egal. SU-57B. Bisschen interessanter Jagdpanzer. Er ist echt nicht gut normalerweise, aber das Einzige, was wirklich nicht schlecht ist, ist die Kanone. Aber auf dem BR gibt es genauso noch auch so gute Jagdpanzer, muss man ehrlich sagen. Also die Kanone ist nicht so einzigartig auch, glaube ich. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir vielleicht ein Like, Abo, Kommentar, irgendwas da. Würde mich wirklich, wirklich hart freuen und meinen Kanal sehr unterstützen. Danke dafür. Habt einen wundervollen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video dann wieder und ciao.